So, damit sind wir jetzt bei der letzten Aufgabe von dieser Mission an sich, von Abtauchen plus den Skin, den wir bekommen haben, mit der Spitzhacke, mit dem Rückenaccessoire. Alles schon bereits hochgeladen. Also, wenn das hier das letzte Video ist, was du siehst, der Rest ist definitiv auch auf meinem Kanal. Aber bevor wir mit der Aufgabe anfangen, erstmal danke an alle, die mich die ganze Zeit unterstützen. Und ihr wisst ja, als Dankeschön bekommt ihr natürlich auch was zurück. Keine Angst, wir gehen gleich auf die Aufgabe ein. Aber erstmal was Erfreuliches schon mal für alle, die neu auf dem Kanal sind. Wenn du gerne Custom Games mitspielen willst und auch Lust hast, Skins zu gewinnen, dann bist du hier, glaube ich, genau richtig. Was die Custom Games betrifft, machen wir ganz einfach. Über einen gewissen Zeitraum spielen wir einfach Custom Games. Und wer da halt die meisten Siege hat, bekommt, hört zu, ein Preisgeld. Wie hoch das Preisgeld ist, variiert immer ein bisschen. Müssen wir erstmal gucken, wie das Ganze sich so entwickelt. Was zu der Entwicklung natürlich dazugehört, sind Abonnentenzahl, Aufrufe, Creator-Code-Einnahmen. Braucht man nicht groß drum rumreden. Desto mehr Geld ich quasi einnehme, desto mehr kann ich auch wieder zurückgeben. So, was die Skins betrifft, da habe ich es ein bisschen einfacher. Da mache ich halt so: Ich spiele auch Rette die Welt, sammle da die V-Bucks ein über Tagesmissionen und Missionsaufgaben an sich. Und wenn ich wieder 800 zusammen habe, dann verkündige ich das Ganze immer morgens in dem Itemshop, was ich natürlich auch hochlade. Und da werdet ihr dann auch erfahren, ob wir heute einen Skin verlosen oder eben nicht, ob ein Stream kommt oder vielleicht auch nicht. So, wie kannst du das Ganze bekommen oder mitmachen? Einfach ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Und nochmal, die Glocke aktivierst du nicht für mich, sondern für dich. Weil du bekommst dann die Benachrichtigung, dass der Livestream angefangen hat und die Custom Games losgehen. Oder halt, dass der Stream halt wie gesagt anfängt und der V-Bucks-Skin, also der Skin an sich rausgeht. Wie man merkt, ich bin schon lange am Aufnehmen, aber das muss sein. So, wie gesagt, wenn du das Ganze haben willst, gern ein Abo da lassen, Glocke aktivieren. Aber eine Sache gibt es leider, was den Skin betrifft, nämlich eine Freundschaftsanfrage schicken. Warum, wieso, weshalb, werde ich dir direkt erklären. Einfach yt-family Hack eintragen. Genauso wie der liebe Pichi das auch gemacht hat. Den nehme ich natürlich direkt an. So, der will bestimmt auch einen Skin gewinnen. Deshalb gehen wir kurz in den Itemshop, dann zeige ich dir auch, warum du das ein bitte mir schicken sollst. Nämlich, warte, wir gucken direkt, ob wir einen Pichi finden. KLMNO P, da ist er. Ihr habt gerade gesehen, gerade erst angenommen die Freundschaftsanfrage. Und wie du siehst, ich kann ihm erst ein Geschenk schicken in 2 Tagen. Ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme von Epic selbst. Kann ich auch nicht irgendwie umgehen. Wie ihr seht, hier kann ich verschicken, wäre kein Problem. Aber am Pichi leider nicht. Also Gruß schon mal an der Stelle. Danke, dass du wahrscheinlich abonniert hast und wahrscheinlich deshalb auch die Freundschaftsanfrage geschickt hast. Wie gesagt, da einfach 2 Tage dann gedulden. Aber ich muss dann trotzdem den nächsten auswählen. Also nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren und Freundschaftsanfrage schicken. Wenn du natürlich jetzt noch mehr Support raushauen willst, dann natürlich gerne auch den Creator-Code eintragen. Kostet dich auch nichts. Unterstützt mich. Wie gesagt, ich kann immer nur wieder Danke sagen. Allen, die dabei sind. Sei es im Stream, in den Videos, nur als Kommentar. Aber auf jeden Fall nice, was ihr so raushaut. So, wie gesagt, hier, wir haben alles fertig. Eine Aufgabe fehlt noch. Hier sind wir auch fertig. Alter Ego, alles gemacht. Hier wird noch ein bisschen was kommen, aber Tagesaufgaben, sage ich jetzt mal, sind auch nicht so wichtig. So, dann gehen wir mal rein. Wie gesagt, mit der Harpune einen Gegenstand aus dem Wasser ziehen, einen Fisch fangen und einen Gegner. Warte mal, steht hier wie? Mit dem einen Gegenstand? Wie ein, ah, wir sollen den Gegner zu uns heranziehen. Also, jetzt heißt es Harpunen. Harpunen, Harpunen, Harpunen. Am besten 10 Stück. Kappa. Wir machen das Ganze in Gruppenkeile, weil ich einfach vermute, dass es da ein Tick einfacher ist, weil die Spieler einfach mehr abgelenkt sind. Und gerade um die Uhrzeit, 10 Uhr, ja gut, die kleinen Kinder sind schon mal nicht mehr da. Bots haben wir auch keine. Also eine Solo-Runde, wenn ihr eine Harpune findet, lohnt sich eigentlich auch. Weil die Bots machen halt nichts. Die schießen nicht. Also nicht alle. Kommt drauf an, halt, wie gut ihr seid. Aber ihr wisst doch, Ladebildschirm zeitgleich, Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, jetzt dein Abo raushauen. So, gerade noch geschafft. Und wie gesagt, ich liebe diesen Skin. Ich glaube, ich wechsle nie wieder. Ah, ich habe mich verliebt.
Wenn das meine Frau hören würde. Eieieiei. So, wo landen wir denn? Ich würde sagen, wir landen direkt hier. Oder? Ah, doch. Da habe ich eigentlich ein gutes Gefühl, dass wir eine Harpune finden. Ich weiß, es gibt. Ich wurde auch schon während den Aufgaben jetzt öfters gefragt, kannst du mir bitte helfen mit der Harpune? Wie gesagt, probiert es einfach im Solo-Modus oder du oder Team. Da habt ihr halt die Bots mit drin. Gruppenkeile und Arena sind natürlich keine drin. Da wird das Ganze natürlich dann ein bisschen schwieriger. So. Ich hoffe, dass ich es jetzt auch im ersten Versuch hinkriege. Ansonsten haben wir wieder ein längeres Video, weil ihr kennt mich. Ich ziehe das Video durch. Ich erkläre euch kurz, wie es geht. Wer bis zum bitteren Ende mit dabei bleibt, auf jeden Fall Respekt von mir. So. Ja, ich hätte vielleicht erstmal im Dach landen sollen. Hätte ich schon mal eine Waffe. Natürlich keine Harpune. Ich hasse es. Wie gesagt, guckt immer hier in den Kisten. Boah, ist das jetzt euer Ernst? Ja, Hauptsache epische Kiste. Die brauchst du jetzt eigentlich nicht. Ist klar. Ach doch, ist eine drin. Schön. Haben wir wenigstens schon mal eine. Aber wie gesagt, besser ist natürlich, wenn man zwei, drei hat. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die so nah aneinander liegen, ist eigentlich nicht so hoch. So, holen wir uns direkt ein paar Metz mit. So, wo ist eigentlich die andere Kiste hier? Zack, zack, zack. Ah, stopp, jetzt hat der Mitspieler von mir die geholt. Jetzt weiß ich nur nicht, sind hier noch Harpunen bzw. Ständer? Weil eigentlich finde ich die immer komischerweise nur in den Ständern. Ah, da ist noch einer. Oh, natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, beim Angeln findet man die, glaube ich, so gut wie gar nicht. Wie gesagt, mir geht es halt jetzt wirklich nur darum, eine Harpune zu finden. Ein anderer Loot interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber wir könnten eigentlich schon mal mit dem Gegenstand das zeigen. So, warte. Da ist der Gegenstand. Zack. Einfach so, als wenn ihr schießen würdet. So, jetzt weiß ich nicht, reicht es, wenn wir hier was fangen? Okay, lassen wir das mal. Hä, hey, wieso? Aber ich hatte das nicht gezählt. Wo haben wir denn hier noch einen Schwarm? Fische. Fischschwarm? Wir brauchen einen Fischschwarm. Das ist wieder so typisch. Wenn du nicht angelst, hast du drei Schwärme nebeneinander. Jetzt brauchst du mal einen. Ah, da ist einer. Man muss nur meckern. Meckern hilft. Kann ich euch nur als Tipp geben. Zack. Einen Fisch geangelt. So, jetzt müssen wir uns nur noch einen Gegner angeln. Und das wird die schwierigste Aufgabe, denke ich einfach mal. Aber vielleicht haben wir ja Glück, wir finden einen, der AFK ist. So wie ich ab und zu. Wenn ich das Video fertig habe, bleib einfach noch ein bisschen in der Lobby drin. Was eigentlich nicht fair ist, den anderen gegenüber. Jetzt die Frage, mache ich Selbstmord oder nicht? Ja, da ist noch eine Kiste. Jetzt auch eine Ausnahme, dass ich die mal gesehen habe. Sonst übersehe ich die immer. So, so. Kann mal gucken, ob da noch eine Kiste ist. Ne, hier hat alles weggeholzt. Eine Angel brauche ich nicht. Ich brauche eine Harpune. Ja, da ist noch ein bisschen Munition. Harpune? Och man, ich brauche doch eine Harpune. Harpuna Matata. So, was sagt die Zone? Die Zone sagt, sie kommt. Ich würde sagen, wir machen Selbstmord. Das hatte eh keinen Sinn. Was soll ich jetzt hier eine halbe Stunde laufen, bis ich einen Gegner finde? So, wünscht mir Glück, dass wir direkt einen finden, der irgendwie am Snipen ist oder so. Sehe ich irgendwie gar keinen.
Aber absolut gar keinen? Einfach ein paar Metz mitholen. Da kommt schon mal ein Boot. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie weit die Kacke reicht. Ah, bleib stehen. Nein. Mann, ich krieg zwar Schaden, aber nur auf das Ding. Oh, gefühlt getroffen. Ich schleiche mich jetzt einfach an. Wieso kommt hier Musik? Nein, nicht getroffen. Mann. Ich sage ja, die Aufgabe wird für mich nicht einfach. Ich sage es euch jetzt schon. Hat er das, glaube ich, noch ein Gegner gelandet? Ja, danke schön. So müsst ihr es also machen. Eigentlich ganz simpel. Einfach nur hinter dem stehen, den ranziehen und schon habt ihr das Ganze geschafft. So, jetzt will ich das Video auch nicht noch länger machen, als es eh schon war. Aber vielleicht kriegen wir hier noch ein, zwei Kills hin. Die sind noch da rein. Ja, da ist er noch. Lol, wie ich einfach nicht treffe. So, wie gesagt, das war es jetzt an der Stelle. Euch noch viel Spaß mit den restlichen Aufgaben, falls ihr noch welche habt. Und viel Spaß vor allem mit dem Skin. Also ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Und dann Abo nicht vergessen, Glocke nicht vergessen, eventuell Creator Code und haut rein.